das hatte ich mir am Anfang sogar gedacht. Ich hab mir fast gedacht. Glaubst du, du könntest Bundeskanzlerin werden? Oh Gott. Hallo. Könnt ihr euch ganz kurz vorstellen? Auch mit Alter, bitte. Mit Alter? Ich bin der Oleg. Ich bin 22 Jahre jung. Ich bin Maram. Ich bin 22 Jahre alt. Mein Name ist Christoph Krachten. Ich bin 59 Jahre alt. Ich bin Marcel. Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin in der Ukraine geboren, in Odessa. Wir sind als jüdische Kontingentflüchtlinge hergekommen. Meine Eltern wollten einfach ein besseres Leben. Kannst du dich an deinen ersten Job erinnern? Ich arbeite, seitdem ich 14 bin. Ich habe Getränke ausgetragen, auf so Abibällen und auf türkischen Hochzeiten tatsächlich. Danach war ich bei so einem Startup-Unternehmen, wo ich dann 900 Euro verdient habe. Davon konnte ich mich fast ernähren. Da, wo du jetzt bist, war das schwer, dahin zu kommen? Ich muss mich echt schon an vielen Orten bewerben. Habe ganz viele Absagen bekommen, obwohl die jemanden gebraucht haben. Und dann zu mir war das dann so, ey, wir brauchen gerade gar keinen. Aber danke für die Bewerbung. Ne? Ich hatte es nicht so schwierig, würde ich behaupten. Nicht, weil ich so schön bin. Sondern auch weil du so schön bist, aber... Genau. Aber ich glaube, wenn man in Deutschland Marcel Sonneck heißt und so aussieht, wie ich aussehe, hat man nicht so riesengroße Probleme. Glaubst du, dass in Deutschland jeder das werden kann, was er möchte? Wenn du jetzt nicht weiß bist und nicht Eltern hattest, die vielleicht gebildet sind oder was auch immer, dann hat man einfach keine, nicht gleichen Startvoraussetzungen. Und ich glaube, man hat Möglichkeiten, aber auch nach eigener Disposition. Ich war auf sehr vielen verschiedenen Schulen, da waren Haupt-, Real-, Gimmis dabei. Ich kenne einfach die Unterschiede und deswegen kann ich ganz klar sagen, nicht jeder hat die gleichen Chancen, leider nein. Ich glaube schon, es gibt in Deutschland viel, viel mehr Chancen und Möglichkeiten als jetzt irgendwie in anderen Ländern. Aber ich glaube nicht, dass man unbedingt alles werden kann, was man will. Man muss schon irgendwie Privileg haben. Wenn man zu Hause 7 Geschwister hat, in 3 Zimmern, dann kann man sich einfach nicht so vorbereiten, wie wenn du im Akademikerhaushalt aufwächst. Mir konnte zum Beispiel auch niemand zu Hause helfen. Es ging einfach nicht. So. Dafür war kein Raum. Glaubst du, du könntest Bundeskanzlerin werden? Ich kann nicht mal Lehrerin werden, gefühlt, in den meisten Städten mit Kopftuch. Also ich glaube, dann Bundeskanzlerin wird, glaube ich, ein bisschen schwer. Also deine Aufgabe wird es heute sein? Heute geht es um Haustiere. Es geht um Haustiere und ihre Jobs. Es kommen jetzt 5 Personen rein. Wir stellen hier gleich Jobs vor, Berufe. Die bekommt dann aber auch Schilder. Dann müsst die Berufe zu den Personen zuordnen. Gibt es da eine Taktik, die du jetzt direkt im Kopf hast, wie du da vorgehen würdest? Kennen wir jemanden von denen, dann ist das leichter. Ich glaube, ich würde so nach Interessen fragen. Dann weiß man ungefähr, okay, wahrscheinlich die Richtung. Hier ist dein Vater! Dazu muss ich sagen, Leichenpflaster in meinem Weg, die sind alle tot. Oh, Christoph! Sagen wir, es geht um handwerkliche Berufe, dann schaue ich auf die Hände. Sagen wir, es geht um theatralische Sachen, dann will ich hören, wie die Leute reden. Wir sind bereit! Du musst jetzt günstig grinsen. Servus. Nice Outfits. Wow. Alle sehen mega. Ihr seid also, alle reich erstmal. Nein. Wir sollten mal die Kleidung einordnen. Ja. Ich weiß nicht, warum du mir Management-Vibes gibst oder IT. Vielleicht sind es die Muster auf deinem Shirt. Ich habe keine Ahnung. Er ist so urban, finde ich, gekleidet. Genau. Er hier dagegen, hier das Hemd, das so leicht rausguckt. Ja, die Schuhe auch sehr leicht. Schick gestreiftes Hemd. Ganz schicker Pullover. Wahrscheinlich, wenn wir ins Etikett reingucken, Kaschmir oder sowas. Ich sag Model. Ja, aber er ist doch kein Model. Doch, er ist Model. Er hat die perfekten Maße für ein Model. Nein, und er ist wunderschön, hä? Aber guck mal, er ist kleiner als ich. Der kann doch kein Model sein. Ja klar, ich bin zu groß für ein Model. Ja, aber er ist zu klein für ein Model. Christoph, du fässt bitte hier die Exponate. Ich soll die Exponate nicht anfassen, Entschuldigung. Oder nicht Jurist. Nee, dafür ist er zu locker gekleidet zum Beispiel. Also hier ist kein Jurist dabei. Doch, sie könnte Juristin sein. Die tragen alle die Anwältinnen so Spitzenärmelchen. Ja, ja. Und du gibst mir das Gefühl Fashion. Ich glaube, weil du einfach gut aussiehst. Das sieht gut aus. Richtiger Fokus Brille, auf dich. Die Brille ist der Hammer. Die Brille ist auch der Hammer. Die Brille. Bestimmt irgendwas am PC, so IT und so Informatik. Weißt du, was mir übrigens aufgefallen ist? Wenn wir hier zu zweit stehen, schäme ich mich nicht so dafür, Leute einfach anzugucken und die zu bewerben. Weil ich peinlicher bin. Ihr bekommt jetzt Hilfestellung. Ihr bekommt jetzt Hilfestellung durch Schilder. Okay. Und die stellen wir jetzt auf. Right. Da seht ihr schon mal die Jobs. Krasse Berufe erstmal. Okay, dann haben wir hier einmal den Unternehmer oder die Unternehmerin, Autor oder Autorin. Wir haben Journalist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Spiegel-Bestseller-Autorin, Herzchirurgin, beides zusammen auch noch. Krass. Promovierter Sprachwissenschaftler oder die Sprachwissenschaftlerin. Director of Project Management bei einer Agentur für digitale Transformation. Oh Gott! Und Kolumnistin für den Spiegel. Was sind hier für Menschen? Wer seid ihr? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, die Leute zu interviewen.
Würdest du sagen, dein Job ist sehr, sehr kreativ? Es braucht beide Gehirnhälften. Mhm. Also kreativ und analytisch. Mhm. Was würdest du sagen, sind deine Stärken? Ich kann eine Person ansehen und nach einer Minute sagen, wie ihr zukünftiger Beruf aussieht. Voll gut, ich nicht. Ich schon. Voll. Okay. Dürfen wir uns deine Finger mal ansehen, bitte? Gerne. Und vor allem die andere Seite. Also ich wollte gerade sagen, wegen der Aufregung so ein bisschen am Zittern, deswegen kein Herzchirurg. Danke. Ich glaube, mit den Fingern kann man nicht Herzchirurg sein. Da ist man eher Kfz-Mechaniker oder sowas, haben wir nicht dabei. Was glaubst du, ist mein zukünftiger Beruf? Das siehst du eigentlich relativ zufrieden und das Ganze also nicht großartig suchend. Ich bin gerne arbeitslos, ja. Könnte ich deinen Job machen, ohne ihn studiert zu haben? Wenn du weißt, welchen Preis du dafür bezahlst, ja. Director of Project Management bei einer Agentur für digitale Transformation. Das ist doch so ein bisschen Transform. Ja, und vor allem hier, guck mal, dieses T-Shirt, das ist so ein abstraktes Muster. Director of Project Management bei einer Agentur für digitale Transformation oder Unternehmer? Und? Transformierst du gern Sachen? Das tue ich in der Tat jeden Tag. Okay. Und ist das eher etwas Gegenständliches, was du transformierst, oder etwas Abstraktes? Es sind Menschen. Menschen transformierst du? Dann ist er doch der Herzchirurg. Moin. Hallo. Moin. Moin. Schon mal aus Norddeutschland. Das ist schon mal sehr gut. Denn damit können wir nichts anfangen. Genau. Okay, was magst du am meisten an deinem Job? Benutzt, das ist schwierig. Gar nichts. Nein, das nimmt. Ich stehe meistens. Du stehst? Wie gut bist du mit deiner Handkoordination? Wenn der Fahrrad nicht funktioniert, dann muss ich irgendjemanden anrufen, der für mich repariert. Aha. Das war aber nicht meine Frage. Ja. Machen Sie was mit Menschen? Ja. Wie viel Prozent des Tages sprechen Sie beruflich? Gut. Ich spreche allgemein viel, deshalb spreche ich im Beruf auch sehr viel. Na gut, wenn Sie Herzchirurg werden, müssen Sie nicht so viel reden. Ja. Also er kann kein Herzchirurg sein. Du machst das toll, Christoph. Ja, ich komme wenigstens voran. Ja, ich weiß nicht, ich mein's ernst. Ich gebe ihm den Unternehmer wegen den Schuhen. Sind coole Schuhe. Wenn man sie anspricht, hast du vor deinem Vornamen noch einen DR-Punkt? Stopp. Mann! So. Du hast verkackt. Hi. Hi. Cooles Outfit. Danke. Liebe, ich muss dich kurz sagen. Kreativ oder nicht kreativ? Kreativ. Hast du schon mal eine Firma gegründet? Nein. Schreibst du gern zufällig? Ja, doch auch. Hast du einen sicheren Arbeitsplatz? Oh, was ist denn heute sicher? Am öffentlich-rechtlichen Rundfunk wäre sicher. Boah, ich weiß nicht. Das ist schwierig. Und in dem Unternehmen, in dem du arbeitest, gibt es da viele Angestellte? Ja. Okay. Gut, Christoph. Unternehmerin / Autorin? Journalistin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mhm. Hi. Hi. Du bist der Journalist. Ja? Okay, danke. Was waren deine Lieblingsfächer in der Schule? Biologie zufällig? Sprache. Medizin? Achso. Sprache? Mhm. Hast du viel mit dem Internet zu tun? Ja. Was für eine Boomer-Frage, Junge. Hast du schon mal von Internet gehört? Guck mal, der hat das gesagt mit Sprachen, ne? Das war ja schon mal ein Clou. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der einfach Herzchirurg ist. So random. Ja, dann die letzte Person, bitte. Die Juristin. Ja, genau, die Juristin. Was sind deine Stärken im Beruf? Mit Menschen zusammenarbeiten und schreiben. Ding, 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 ding. Okay. War das so ein Traum, seitdem du 5 warst? Nein. Nein? Wann kam der? Mit dem Abitur. Und woher? Bibi Blocksberg. Bibi Blocksberg. Das ist der... Okay. Hast du schon mal eine Firma gegründet? Ja. Ja. Hast du schon mal 2 Firmen gegründet? Nein. Existiert diese Firma noch, die du gegründet hast? Ja. Biologie, ist das so ein Fach, was dich interessiert, so damals in der Schule oder so? Total. Ja. Ein Wort, das hängen geblieben ist im Abitur, endoplasmatisches Reticulum. Endoplasmatisches Reticulum, ich war Bio-LK. Beste. Ich bin leider keine Herzchirurgin, aber du wahrscheinlich. Director of Project Management bei einer Agentur für digitale Transformation. Das klingt doch nach Bibi Blocksberg, oder nicht? Also ich würde sagen, sie hat ein Unternehmen gegründet und... Schreibt Bücher. Vielleicht. Schön. Und wenn nicht, dann solltest du Herzchirurgin werden. Also. Und wir sortieren dich in diese Schublade ein. Wie fühlt ihr euch gerade damit? Ich bin ziemlich confident gerade, muss ich sagen. Ich bin ziemlich guter Dinge. Aber wir haben wirklich dieses sehr schlecht gemacht. Also vor allem du natürlich. Ja. Aber wirklich glücklich bist du jetzt nicht. Mit meiner Entscheidung nicht, aber an sich schon. Okay. Also wir dürfen jetzt nicht nach hinten gucken. Nein, es wird jetzt geguckt, ob jetzt wird erstmal zugeteilt, wie das richtig war. Alles klar. Dann dürft ihr euch jetzt umdrehen. Okay. Oh mein Gott, das hatte ich mir am Anfang sogar gedacht. Ohne Witz.
Aber da war ich dann so, dann hast du das mit Schreiben und so gesagt. Und Bio und endoplasmatisches Retikulum. Da hatte sie dich. Ein bisschen ausgetrickst. Den Journalistenkollegen hast du. Ja, den habe ich erkannt. Das ist das Berufskrankheit. Nein! Okay. Wir haben alles falsch gemacht einfach. Wir haben keine einzige Person richtig. Ja. Heute habt ihr Hardcore versagt. Wir haben jetzt noch eine zweite Aufgabe für dich. Oh Gott. Und zwar wirst du jetzt Schilder sehen, wo diese Personen angefangen haben. Das wirst du jetzt sehen. Die Aufgabe jetzt ist es, diese Gründe zuzuordnen. Ja, hab ich fast gedacht. Hast du dir was gedacht? Wow. Okay. Wow. Irgendjemand hat eine Hauptschulempfehlung bekommen aufgrund von schlechten Deutschkenntnissen. Kommt aus einem 150-Personen-Dorf ohne Strom und fließend Wasser. Musste 2015 mit einem Schlauchboot vor Krieg flüchten. Ja. Politisch geflüchtet, SchulabbrecherIn. Und es gibt jemanden, der war alleine mit 12 Jahren 8 Monate lang auf der Flucht. So kurz die ganze Vergangenheit eines Menschen irgendwie kurz mal eben zu ordnen. Das ist ein unmögliches Ding. Ja. Hauptschulempfehlung aufgrund von schlechten Deutschkenntnissen. Das sagt ja schon mal, dass diese Person in Deutschland groß geworden ist, dass der gesagt wurde, aus dir wird nichts, du kannst nichts. Beziehungsweise ich habe Leute auch in meinem Umfeld, die dann gesagt haben, okay, ich mache mein eigenes Ding. Also ich mache mein eigenes. Deswegen UnternehmerIn. Hier haben wir Spiegel, oder? Ich gehe jetzt die Extreme. Mhm. Aber was ich gesagt habe. Sprachwissenschaftlerin? Schlechte Deutschkenntnisse. Oh, okay, ja. Was sagst du? Sowas kann okay, das ja sein. Okay, ja, das finde ich gut. Sollen wir machen? Ja, okay. Irgendjemand kommt aus einem 150-Personen-Dorf ohne Strom und fließend Wasser. Würde ich vielleicht dir geben? Musste 2015 mit einem Schlauchboot vor Krieg flüchten. Als wir die Folge hatten mit Sag mir, ob ich geflüchtet bin, waren Geflüchtete aus Vietnam, aus der DDR. Aus Ostpreußen. Gut, ich würde vermuten, keiner von euch kommt aus Ostpreußen. So, ich erinnere mich an 2015. Ja. Das war ja sozusagen so um die Flüchtlingskrise rum. Es sind Menschen aus verschiedensten Ländern geflüchtet. Ja. Und das heißt, das kann man auch nicht so der Nationalität zuordnen. Schwierig. Genau. Okay. Okay. Danke. Nicht allzu lange her. Würde ich eventuell dir geben? Mhm. Politisch geflüchtet, SchulabbrecherIn. Ich glaube nicht, dass er aus einem Dorf kommt mit 150 Leuten, wo es keinen Strom und fließend Wasser gibt. Und ich glaube auch nicht, dass er... Obwohl... Weißt du, was am besten... Das ist wirklich am besten. Nein, ja, weil politisch geflüchtet heißt, dass dieser Mensch sich politisch oder die Eltern sich politisch engagiert haben, was in dem Land nicht ging. Da würde ich sagen, das ist vielleicht eher jemand, der schreibt, also der weiterhin politisch denkt. Sehr gut. Hier, Journalistin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich mache jetzt schnell, damit ich die Auflösung bekomme. War alleine mit 12 Jahren 8 Monate lang auf der Flucht. Krass. Kommt hier. Zur promovierten Sprachwissenschaftlerin. Was ging dir so durch den Kopf, als du die Sachen jetzt so zuteilen musstest? Das Erste, was mir durch den Kopf geht, ist Respekt. Ihr habt alle was Krasses aus euch gemacht, erstmal. Das sind alles Dinge, die ich niemals einer Person wünschen würde. Ich glaube aber auch, dass Menschen aus genau solchen Geschichten auch irgendwie Kraft ziehen zum Teil. Das macht einen stark. Das ist nicht etwas, was du vom Aussehen her ableiten kannst, was jemand alles irgendwie durchgemacht hat. Das ist ja zum Beispiel so etwas wie Hauptschulempfehlung. Das ist wirklich zum Teil der allerletzte Scheiß, was ich da schon gehört habe, wer da wohin zugeordnet wird. Ja. Und das zeigt sich heute immer wieder hier in der Runde. Das ist einfach ungerecht. Das lässt mich gerade so ein bisschen reflektieren, so was mein Leben auch angeht. Krass, wie viel Privilegien man hat. Ja, so started from the bottom, now they're here. Und ich finde das richtig, richtig cool. Ich bin voll beeindruckt gerade. Du hast jetzt die Möglichkeit, mit diesen einzelnen Personen zu sprechen und Fragen zu stellen. Hallo Ali. Hi. Du hast einen ähnlichen Weg wie Christoph und ich hinter dir. Du wolltest nicht reden, ja, ne? Hauptsache wir sind hier. Ja. Genau. Politisch geflüchtet steht da. Ich bin im Iran aufgewachsen. Und damals kam das Khomeini-Regime und meine Eltern waren demonstrieren und wären fast verhaftet worden. In derselben Nacht haben sie mich noch geschnappt. Wow. Und wir waren 6-7 Monate unterwegs, bis wir dann in Europa waren. Meine Mutter hat immer gesagt, du musst besser Deutsch sprechen als jeder Österreicher. Weil als du die Sprache verstehst, verstehst du die Kultur, such dir auch viele österreichische Freunde und versuch deine eigenen Wurzeln hier zu bauen, das Beste aus beiden Welten zu erschaffen. Und das war so immer dieser Traum, so eines Tages eine eigene Wohnung zu haben. Und wenn du in ein Restaurant gehst, nicht nur ein Getränk, sondern auch mal vielleicht zwei sich leisten zu können. Mhm. Ich habe Schule gehasst und in meiner Jugend, mein Vater wurde psychisch krank wegen der Flucht.
Als ich 13 Jahre alt war, haben sie sich scheiden lassen und ich habe begonnen zu stottern. Das heißt, ich habe von heute auf morgen nicht mehr reden können. Krass. Und habe dann als Kind mir geschworen, ich möchte für Kinder eine Plattform bauen, wo sie ihren Weg für sich selbst entdecken. Und das war dann mein erstes Unternehmen. Was genau machst du? Ich habe Europas größte Berufsorientierungsplattform online für Jugendliche aufgebaut, wo man anhand von 8000 Lebensgeschichten anderer Menschen lernt, welche Wege es gibt. Schön. Und es ist mittlerweile in 5 Ländern. Deswegen auch, du weißt, ergibt Sinn. Ich habe die Dinge gebaut, die ich mir als Kind gewünscht hätte, dass diese Welt das hat. Ja, ja. Ach, schön. Bist du ein Verfechter von der Aussage, dass es jeder schaffen kann, wenn man an sich glaubt? Also jeder Mensch benötigt aus meiner Sicht eine Person, die bedingungslos an dich glaubt. Und wenn du diese Person nicht hast, du musst halt zeitweise diese Person für dich selbst werden. Und bei deinem Unternehmen ist die Erfahrung, dass jeder Mensch Talente hat, aus denen er was machen kann? Wenn du Menschen begleitest, jede Person. Und was ist das Prinzip? Das Prinzip ist, du musst Menschen vertrauen, du musst an sie glauben und du musst manchmal den Menschen mehr sehen als sie in sich selbst. Und du musst ihnen Zeit geben. Finde ich eine richtig positive Botschaft mal. Wow. Wie hast du Zeit, hier zu sein? Krass, Respekt. Wow. Danke dir. Und ich weiß, was du machen sollst. Du sollst Lehrerin werden. Ich? Ja. Er muss jetzt. Dankeschön. Vielleicht eine kurze Pause. Dankeschön. Moin. Hallo. Moin. Moin. Norddeutschland. Ne? Ja. Wie ist deine Geschichte? Ja. Erzähl mal. Ja, ich bin geboren auf Sri Lanka. Mhm. Mit wie vielen Jahren bist du dann nach Deutschland gekommen? Mit 12 Jahren. Es ging nicht mehr weiter. Ich konnte nicht mehr zur Schule gehen. Es war mit einem Bürgerkrieg. Und so hat man dann für mich einen Schlepper organisiert, der mich binnen eine Woche nach Deutschland bringen sollte. Und dann hat die Reise doch nicht eine Woche gedauert. Und warum? Warum hat es so lange gedauert? Ja, weil der Schlepper halt mich dann illegal nach Deutschland bringen musste. Es gab ja damals nicht keinen Weg mit Boot. Wenn die Schlepper keine Wege finden, dann muss man darauf warten, bis sie dann kreativ werden. Okay, mit 13 bist du dann in Frankfurt angekommen? Ich habe nichts verstanden. Ich war total begeistert, dass es hellhäutige Menschen gibt, ganz viele. Und ich wollte sie am liebsten alle umarmen. Und ich war auch neugierig, was essen diese Menschen denn irgendwie, dass sie weiß sind. Also als Kind hat man wirklich Fantasien, ja, Gedanken. Wo geht man hin als 13-jähriger Junge? Man kommt da an und dann ist man von Bundesgrenzschutzbeamten aufgenommen. Dann war ich dann im Kinderheim und so kam ich dann nach Hamburg. Ah. Und in Hamburg bin ich aufgewachsen, deshalb moin. Moin, ja, super. Wow, was für ein Intro. Und es gab auch schöne Momente, auch mittendrin. Da gab es einen uniformierten Mann, vor dem ich Angst hatte, kam mir und hat mir ein kleines Stück Schokolade geschenkt. Und das war für mich sehr bedeutend, weil er mit diesen Gesten, dieser Anspannung, diese Ängste von mir weggeblasen waren. Und das zeigte mir auch immer wieder, wie wichtig Dialog ist, dass wir miteinander sprechen und so. Das war schön. Wo nimmt man überhaupt die Motivation her? Wo nimmt man die Energie her, Herzchirurg zu werden? Ich habe ein Versprechen abgegeben an meine Mama, als ich sie verlassen habe an dem Tag. Und dann hat sie gesagt, wenn ich wiederkomme, sollte ich als Mediziner wiederkommen. Und das war schon sehr prägend für mich und das habe ich sehr ernst genommen. Zum Beerdigen von meinem Vater habe ich meine Mama gefragt, ob sie sich an diesem Versprechen erinnern kann. Sie hat es vergessen. Ich habe ihr das gesagt, sie hat es gelächelt und das fand ich toll. Ja. Ja. Ich bin schon glücklich allein durch die Tatsache, dass ich hier bin, wo ich bin. Und alles, was ich dazu bekomme, ist Glück, mehr als das, was ich brauche. Man muss aufpassen, dass man nicht mehr der Gesellschaft hinterher rennt, dass man niemals vergessen sollte, wo man herkommt, was man hatte. Und wenn man das schätzt und bewusst ist, dann kann man nur glücklich sein. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Ja. Hallo Lunia. Du bist Director of Project Management bei einer Agentur für digitale Transformation. Das verstehe ich nicht ganz. Ja, ich bin Führungskraft. Wir unterstützen große Konzerne dabei, E-Services zu produzieren. Erzählst du mir so ein bisschen so deine Geschichte? Du hast ja gesagt, das sind ja alles Schicksalsschläge. Nichts von dem möchtest du jemandem wünschen. Ich möchte nur klarstellen, dass ich zwar aus einem Dorf mit ohne Strom und ohne fließend Wasser komme, aber eine sehr glückliche Kindheit hatte, die ich jederzeit wiederholen würde und mit niemandem tauschen. Du hast in so einem Dorf als Kind in Afrika, also zumindest in dem Dorf, wo ich gelebt habe, Freiheit. Und du konntest dich als kleines Kind mit 1,5 Jahren schon frei bewegen. Da läuft dir keiner hinterher und sagt, oh, du musst dahin und dahin oder du wirst nicht zum Spielplatz begleitet, sondern du bist dir selbst überlassen mit deinen Freunden und gestaltest den Tag eigentlich selber. Dieses Gefühl von Freiheit von klein an zu haben, diese Selbstverantwortung, das konnte ich meinen eigenen Kindern gar nicht in der Form geben, die ich aber für sehr wichtig halte.
Hast du irgendwann dann Deutschland auch wirklich als dein Zuhause angesehen? Das hat sehr lange gedauert, bis ich dahin gefunden habe. Das war wirklich so Teil meines Selbstfindungsprozesses, weil du natürlich hier auch teilweise ja gesagt oder gespiegelt bekommst, dass du nicht hierher gehörst. Was aber Leute nicht verstehen, ist, dass so Menschen wie ich, wenn sie dann in der Heimat sind, das Gleiche gesagt bekommen. Ja. Wir sagen so, ach, du da bist kommt ja, die Deutsche. Ja, genau, dann denkst du, du gehst erstmal in die Heimat und dann heißt es so, ach, du bist ja die Deutsche und du bist und ja gar keine Sambianerin. Und die suchen dann regelrecht immer irgendwas, damit sie sagen so, ah, siehst du? Du bist anders. Du bist anders, du bist deutsch, du bist nicht von hier. Und beide Welten wissen aber nicht, was sie eigentlich tun, was sie einem anrichten, dass letztendlich heimatlos bist. Ja. Ich habe das für mich gelöst. Ich war wieder mal in Sambia, war auf dem Rückflug und da saß eine ältere Dame neben mir und mit ihr kam ich ins Gespräch und irgendwann meinte sie, und du? Wo kommst du her und wo fliegst du hin? Ich weiß nicht warum, das hat bei mir sowas ausgelöst, dass ich meinte so, ich kann das nicht beantworten. Ich brauche Zeit, ich muss drüber nachdenken. Und da meinte ich so, weißt du was? Ich komme von zu Hause und fliege nach Hause. Gibt es eine sambische Identität, die du hast? Wie viel davon nimmst du mit in diese Führungsetage? Die Art und Weise, wie ich arbeite, wie ich mitarbeite, führe, hat auch viel mit meiner eigenen Vergangenheit zu tun. Dieses Potenzial, was Menschen mit Migrationshintergrund haben, noch kaum wirklich ausgeschöpft wird oder genutzt wird. Aber einfach mal zu fragen, was gibt es denn eigentlich aus deiner Kultur, aus deiner Gesellschaft, was unser Unternehmen vielleicht voranbringen würde, was uns vielleicht helfen würde. Und da gibt es ganz viele Sachen. Ich verdanke meinem Vater meine ganze Karriere, weil er jemand ist, obwohl er halt ich früh von ihm getrennt wurde, trotzdem immer an mich geglaubt hat und immer gefragt hat, was machst du jetzt und was machst du als nächstes? Ja. Und das Prinzip des lebenslangen Lernens habe ich nicht erst in der deutschen Moderne gelernt, sondern das hat er uns eigentlich schon von sehr früh beigebracht. Er ist dein Held. Ein absoluter Held. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, wie bist du zum WDR gekommen? Das war ein sehr langer Weg. Wie war das hier für dich dann? So die ersten Jahre. Ganz, ganz am Anfang war ich sehr froh, dass ich überhaupt hier angekommen bin, so natürlich. Und irgendwann fängst du an, dass du dir Gedanken machst, wie will ich hier leben und wer bin ich eigentlich überhaupt? Und um Journalist zu arbeiten, muss man natürlich Deutsch lernen. Wolltest du schon Journalist werden? Das war mein Traumberuf, schon immer in Syrien. Auf jeden Fall wollte ich zuallererst die Sprache lernen. Also ich habe bis C1 gelernt innerhalb von 10 Monaten und dachte, ja, jetzt kannst du Deutsch auf jeden Fall. Dann bin ich nach Köln gezogen, hatte meinen ersten Job hier. Dann habe ich gemerkt, oh scheiße, ich kann diese Sprache tatsächlich nicht so gut, wie ich denke. Das Problem ist aber auch im Rheinland, die sprechen kein Deutsch. Die sagen, du weißt, kennen wir nicht, brauchen wir nicht, fort damit. Ja, was heißt das? Was ist das denn jetzt wieder? Woran hast du das Gefühl, du wurdest nur in eine bestimmte Richtung gepusht? Ich habe diesen Stempel auf der Stirn, okay, das ist Flüchtling, der kennt sich gut mit diesen Themen aus, das ist auch mein Schwerpunkt und ich mag das sehr gerne. Aber, du kannst aber manchmal, du weißt, also ich komme nur in Themen vor, wo das Wort Flüchtling, Geflüchteter, Ausländer, Ausländerbehörde drin steht. Ne? Ich muss auch sehr viel kämpfen, dass die Beiträge, die ich mache, dass ich dieselbe einspreche. Mit meinem Akzent, aber es gibt halt trotzdem die RedakteurInnen, die einem sagen, nee, du hast einen starken Akzent, das geht nicht, das passt nicht so gut zu unserem Publikum, zu unserer Sendung. Ja, und dann frage ich mich, okay, aber ich bin auch Teil dieser Gesellschaft und nicht alle Menschen da draußen sind Muttersprachler. Unsere Gesellschaft will das nicht akzeptieren, dass es auch unsere Normalität ist, dass das auch die Menschen sind, mit denen wir leben, die auch unsere Gesellschaft ausmachen. Genau. Ja, ich wollte eine Sache ergänzen. Das heißt, so sind Medienanstalten, die ja eigentlich einen Bildungsauftrag haben, auch da ihrer Bildung eigentlich gar nicht nachkommen, weil sie verhindern Akzeptanz. Du hast ja gesagt mit dem Akzent, es geht ja darum, Menschen mit Migrationsgeschichte, die eventuell selber auch einen Akzent haben, das auch hören und sehen im Fernsehen, dass es möglich ist. Aber es geht eigentlich noch um viel weiter. Es geht nämlich darum, dass auch Deutsche, die vor dem Fernsehen oder vor dem Radio sitzen, hören,
dass es auch Menschen gibt, die einen Akzent haben, solche Berufe machen und einen guten Job machen, weil sie das gelernt haben und gerne machen und dass es okay ist. Ja. Aber wenn ich als Medienveranstalter sage, da darf keiner ins Radio oder ins Fernsehen mit Akzent, das heißt, ich verhindere, dass Menschen Diversität und Akzeptanz lernen. Und das darf eigentlich eine Medienanstalt nicht machen. Yunus hat gerade Deria gesagt. Ich würde es gerne versuchen, richtig zu sagen. Ist Deria richtig? Genau, Deria. Yunus, wie fühlt sich das an? Das fühlt sich an, als wäre Marcel ein Streber. Mein Philosophielehrer hat immer Deria gesagt. So, und du hast also die Hauptschule besucht. Die wollten auf die Hauptschule schicken. Und konntest nicht so gut Deutsch. Genau, ich bin so das klassische Gastarbeiterkind. Und zwar waren wir ganz viele türkischstämmige Kinder in der Kita. Und alle sind in die gleiche Grundschule, also ein großer Anteil, ist dann systematisch auf der Hauptschule gelandet und ich dann auch. Also wenn ich jemanden nennen müsste, der mir Türen geöffnet hat, dann würde ich erstmal sagen, dass mir eher die Türen verschlossen wurden durch diesen Bildungsweg, durch diese extreme Selektion. Ja. Ich bin ja in der Wissenschaft, ich bin Sprachwissenschaftlerin, mittlerweile promoviert und habilitiert. Ja, wie hast du das denn geschafft? Das geht doch gar nicht. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt dieses Semester wieder eine Vorlesung, Einführung in den Grundkurs Linguistik, wo im Audimax ich stehe und in die Morphologie der deutschen Sprache einführe. Aber auch... Entschuldigung, es ist einfach so. Ich hoffe, deine Lehrer sehen das. Ich kann auch den Namen der Lehrer einblenden. Ja, bitte, den Namen. Was gibst du so deinen Studierenden mit? Ich möchte eben die Vielfalt in diesem Raum ist... finde ich, die hat es auch verdient, auch gesehen zu werden. Und das vermittle ich meinen Studierenden halt, empathisch zu sein und deutlich zu machen an meiner Geschichte, dass jedes Wort, was wir in den Klassen sagen, ausgrenzend sein kann. Ich kenne das auch aus meiner Schulzeit so, dass ich mich manchmal nicht ganz motiviert gefühlt habe. Nicht, weil ich nicht an mich geglaubt habe, sondern weil ich das Gefühl hatte, keiner außer meine Klassenlehrerin damals, die hat immer voll an mich geglaubt. Die war immer so, boah, du erreichst noch viel und ja, so. Schön. Und das hätte ich mir mehr gewünscht. Genau deswegen finde ich das richtig schön zu hören. Ich glaube, in vielen Familien, wo die Eltern halt nicht akademisch sind, ist dieses strukturelle Wissen darüber, wie Potenziale auch gefördert werden, gar nicht so ausgeprägt. Gibt es etwas, was hier besonders hängen geblieben ist? Man denkt, okay, was hätte ich vielleicht noch erreichen können? Und das fand ich voll schön. Also, das hätte ich gern früher gehört sogar. Sehr beeindruckend war dieser rote Faden, den man gesehen das hat. Ist wirklich, das alle, ist der Wahnsinn. Es muss ein paar Leute im Leben geben, die an dich glauben und bei dir Potenzial sehen. Man muss Menschen auch zeigen, was sie können und wozu sie in der Lage sind. Ich finde das so schön, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, jeder ist seines Glückes Schmied und jeder kann Erfolg haben, ist natürlich nicht so, aber in jedem ist etwas drin, was man fördern kann und wo dieser Mensch etwas draus machen kann, unabhängig von dem Startpunkt aus. Wo seht ihr denn die Gesellschaft, oder wo würdet ihr sie gerne in Verantwortung nehmen? In der Bildung. Definitiv in der Bildung, sondern dass möglichst früh Potenziale erkannt werden und die dann auch gefördert werden. Ich glaube schon, dass LehrerInnen auch erkennen sollten, bei welchen Kindern es vielleicht oder SchülerInnen es wichtig wäre, nochmal nachzuhaken, weil die vielleicht das auch nicht zu Hause haben. Vielleicht keine Eltern, die da irgendwie sehr aufgeklärt sind drüber oder so viel wissen. Ich finde, wir müssen fair bleiben und im Vergleich mit anderen Ländern tut Deutschland sehr viel. Aber natürlich ist noch unendlich viel Luft nach oben. So. Was glaubt ihr, braucht man, um erfolgreich zu sein? Beruflich. Geld. Ciao. Man muss den Punkt finden, wo entweder man jemanden hat, der an einen glaubt, was Ali ja auch sagte, was aber wahnsinnig schwierig ist, dass man das in sich selbst entdeckt, dieses Potenzial. So, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Als kurze Frage an euch, habt ihr Träume, die euch irgendwie im Laufe eures Lebens abgesprochen wurden von irgendjemandem? Wenn ja, dann lasst es uns doch wissen. Schreibt es unten in die Kommentare. Hier geht's zum Abonnier-Button, ganz fest drücken, Glocke auch einschalten, damit ihr kein Video mehr verpasst. Hier geht es zu einem Sag-mir-Format. Das war das erste Video in dieser Formatreihe. Und da musste man raten, wer von diesen Leuten geflüchtet ist oder Fluchterfahrung hat. Sehr, sehr gute Folge. Und hier geht es zu den Funkkollegen. Die Frage, der Oleg ist ein Funkkollege von diesem Format. Schaltet euch, klickt euch da durch. Sehr gut. Dankeschön. Danke. Tschüss. A like. Thank you. A like. Thank you. Like it.